So, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Retro-Crew-Kanal. Dieses Video ist speziell jetzt an die Leute gerichtet, die langsam keinen Bock mehr auf Netflix schauen haben, während den ganzen Kontaktbeschränkungen. Ja, Corona begleitet uns immer noch und hier habe ich eine kleine Empfehlung meinerseits, wie man sich wunderbar die Zeit verdrängen kann. Und zwar ist es ein Computerspiel. Kann man sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox oder der PlayStation spielen. Und die Rede ist von dem Spiel Hunt Showdown. By the way, wenn euch unser YouTube-Channel gefällt, dann lasst doch gerne ein Abo da und auch einen Daumen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Würde uns mega im Support freuen. Und ich will gar nicht weiterreden. Rein da. Im Grunde genommen geht es darum, dass es eine Welt gibt in Louisiana im Bayou. Und dort treiben böse Monster ihr Unwesen. Und ihr seid sogenannte Hunter, die diese Monster jagen und töten und dann auch die Trophäen mitnehmen. Da kommt dann noch in diesem PvE-Anteil, kommt noch ein PvP-Anteil dazu, denn es gibt noch andere Hunter, die sich natürlich mit euch messen wollen und euren Ruhm stehlen wollen. Das heißt, die sind gegen euch und versuchen euch auch noch zu töten gleichzeitig. Und auf der Konsole habe ich auch schon Gameplay-Material und auch eine Montage dazu gemacht, die ist auf meinem eigenen YouTube-Channel. Den ich Anfang des Jahres aufgrund von Corona gestartet habe, weil ich einfach mal schneiden wollte und meine ganzen Gameplays zusammenpacken wollte. Das heißt, ich verlinke euch das unten in den Kommentaren oder auch vielleicht in der Infobox, vielleicht kriege ich das irgendwie hin. Und dann könnt ihr da direkt auf meine Montage auf meinem Kanal zurückgehen. Aber wenn ihr das macht, würde ich mich freuen, wenn ihr trotzdem ein Like hier auf diesem YouTube-Channel da lässt von der Retro-Crew und auch ein Abo, weil das ist halt hier die Hauptsache, um die es hier geht, dieser Kanal. Sonst hätte ich das Video auch einfach auf meinem Kanal machen können. Wir müssen ein Ziel finden, wir müssen die Schattensicht einsetzen. Die Hinweise führen uns dann eben zu diesem Schlechter hier, das ist der erste Boss, das ist der Tutorial-Boss. Dieses Ziel müssen wir dann töten in seinem Gebiet, dann verbannen wir seine Seele und am Schluss extrahieren wir ganz hinab. Kleine Side-Info noch am Rande, dieses Spiel ist sehr soundlastig aufgebaut, das bedeutet am besten benutzt ihr gute Headphones, verbessert einfach das Spielgefühl ungemein. Dieses Spiel wurde auch 2020, glaube ich, ausgezeichnet für die beste Atmosphäre in einem Videospiel. Man kann alleine spielen, allerdings gibt es keine Solo-Lobbys. Das heißt, wenn man alleine spielt, spielt man meistens gegen Zweierteams oder wenn man es einsteht, auch gegen Dreierteams. Was mich an diesem Spiel besonders fasziniert, ist einfach diese wahnsinnig gute Grafik. Auf der Konsole ist sie nicht ganz so gut, aber das ist ähnlich okay, ist ein bisschen verschwommen, muss man schon sagen. Am PC ist das Ganze wunderschön. Was mir noch gefällt, ist das Gunplay. Jeder Schuss ist wichtig. Headshots sind in der Regel One-Hits. Kommt immer auf die Distanz an, aber Headshot ist ein One-Hit. Der Nervenkitzel ist in diesem Spiel da. Da wenn du stirbst, ist dein Charakter weg. Egal wie hoch du ihn gespielt hast, er ist weg. Wurde einfach mit einem Schuss gelöscht. Und was dieses Spiel noch so extrem gut macht, ist dieses wunderbare Sounddesign. Und dieses Sounddesign ist der Hammer. Du kannst über die ganze Map jeden einzelnen Schuss hören. Dieses Sounddesign zusammen mit dieser Atmosphäre und dieser Grafik ist der absolute Hammer und der Wahnsinnszeitvertreib. Von mir würde ich dem Spiel hier auf dem PC deutlich 10 Punkte geben. Also das ist eins der meist underratedsten Games, die ich finde, die es gibt. Ist unglaublich, dieses Spiel kennen so wenig Spieler und wollen auch so wenig Spieler spielen, aber es ist wirklich die Erfahrung wert, das mal auszuprobieren zu haben. Auf der Konsole würde ich aufgrund der schwierigen Grafiksituation, da das Ganze ein bisschen verschwimmt auf Distanz, würde ich dem Spiel eine, ja, 7,5 Punkte geben. Das wäre so meine Einstellung dazu. Wie gesagt, vorhin schon erwähnt, ich habe euch den Link von meiner Montage unten reingepackt von der Konsole oder auch hier oben nochmal in der Infobox. Da könnt ihr reingucken, schaut sich an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir haben die zwei Abo-Boxen, klickt da mal bitte drauf. Wir haben links und rechts zwei Playlisten und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, ciao.